Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die EMPES. Die EMPES sind die Marktprozesse für erzeugende Marktlokationen in Klammern Strom. Die EMPES ist damit praktisch das Äquivalent zur GPKE, nur eben für Einspeisestellen. Die EMPES wurde im Oktober 2012 erstmals so richtig eingeführt und dann nochmal Anfang 2015 geupdatet, wiederum zur Anpassung des EEG 2014. In der EMPES werden so die typischen Prozesse des Alltags für Einspeisestellen reguliert, nämlich die Kündigung einer Einspeisestelle, Lieferbeginn, Lieferende, die Identifizierung von Einspeisestellen, Stammdatenänderungen, Geschäftsdatenanfragen, Zuordnungslisten, Netznutzungsabrechnung, also ganz normale Prozesse, die wir aus auch den anderen Prozessvorgaben wie der GPKE kennen. Die MAKO 2020, die ja nun Ende 2019 in Kraft tritt, wird auch die EMPES wieder ausführlich ändern und das Ganze ein bisschen weiter konsolidieren. Schlussendlich gibt es nur noch als Hauptprozesse den Lieferbeginn, das Lieferende und die Kündigung von den Einspeisestellen. Und jetzt erstmals als auch wirklich standardisierter Prozess die Überprüfung, ob eine EEG-Marktlokation mit Direktvermarktungspflicht zu 100% einem Lieferanten zugeordnet ist. Das ist jetzt auch noch ein neuer Prozess geworden. Alle anderen Sachen sind jetzt als übergeordnete Prozesse in GPKE und WIM geregelt und die EMPES verweist einfach auf diese. Aber nochmal zurück zu diesem einen neuen Prozess mit der 100%-Zuordnung. Was macht er genau? Das EEG 2014 und auch das EEG 2017 haben genau eingeführt und dann nochmal weiter definiert, dass eine EEG-Einspeisestelle mit Direktvermarktungspflicht immer zu 100% über einen Monat einem Lieferanten zugeordnet sein muss. Das heißt, die Energiemenge, die diese Stelle einspeisen kann, die muss ja schlussendlich jemand abnehmen und in sein eigenes Portfolio übernehmen. Das sind klassischerweise Lieferanten, also Energieversorger. Und für einen Monat muss das ordentlich und scharf abgegrenzt werden. Und mit diesem Prozess wird das schlussendlich automatisiert überprüft. Und wenn es nicht vorliegt, gibt es eine Aufhebung der Zuordnung und die gesamte Energiemenge der Einspeisung wird dann auf einen Bilanzkreis des Netzbetreibers übertragen. Das hat man auch vorher schon so machen müssen, aber manuell prüfen müssen und dann bilateral klären müssen. Und jetzt gibt es das Ganze eben als standardisierten Prozess, der eben auch mit EDIFACT funktioniert. Grundsätzlich sollte man bei allen Wechselprozessen, Zuordnungen und auch bezüglich der Vergütung von den Stellen das EEG 2014 und vor allem nochmal 2017 als aktuell gültiges konsultieren und sich dadurch genauer anschauen, auf was die EMPES sich eigentlich wirklich bezieht. Ansonsten sollte man sich auf diesem Kanal alle anderen Videos zur MAKO 2020 anschauen, weil, wie eingangs erwähnt, wird die MAKO 2020 auch die EMPES updaten Ende des Jahres 2019 und dementsprechend gibt es auch dort viele Infos, die man hier zu diesem Thema passenderweise noch gebrauchen kann. Und wenn ihr ganz allgemein mal eine Einführung in die Energiewirtschaft braucht, es gibt jetzt ein ganz neues E-Book von mir. Auf 35 Seiten erkläre ich auf einer relativ hohen Flughöhe den Alltag eines Stromversorgers am Beispiel eines echten Kunden. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann stellt ihr einfach in den Kommentaren. Und ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach. Mein Name ist Carsten Eckert.